in Pforzheim vom Abschiebegefängnis in Büren. Wir haben Petitionen gestellt. Es sind Eilverfahren gelaufen. Alles, um eben die Behörden dazu zu bringen, diese Abschiebung, die nachgewiesen inhuman ist, die nachgewiesen dazu führt, dass Menschen in Haft und Folter geraten, auszusetzen. Und natürlich fordern wir gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat NRW, mit vielen Initiativen, mit Pfarrern der katholischen Kirche, mit der Partei Die Linke NRW, mit der grünen Landtagsabgeordneten Barry Van Eimers, alle fordern einen generellen Abschiebestopp nach Sri Lanka. Es ist durch nichts zu rechtfertigen, Menschen dorthin abzuschieben. Es ist nicht zu rechtfertigen, Menschen überhaupt abzuschieben, aber sehenden Auges in Haft und Folter eine Abschiebung vorzunehmen, darf in dieser Art und Weise nicht passieren. Deswegen fordern wir, dass dieser Flieger heute nicht startet. Wir fordern, dass die Menschen hier bleiben können und wir fordern die zuständigen Behörden in Bund und Land dazu auf, die Menschen sofort freizulassen und aufzuhören, Menschen nach Sri Lanka in diesen Folterstationen, die jetzt im Abschiebehaft sitzen. Nazis morden, der Staat schiebt ab. Das ist dasselbe Rassistenpakt. Kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall. Kein Mensch ist illegal. Keine Abschiebung der Tamilen! Keine Abschiebung der Tamilen! Der Tamilen! Solidarität muss Praxis werden! Internationale Solidarität, hoch die internationale Solidarität, hoch die internationale Solidarität, hoch die internationale Solidarität, hoch die internationale Solidarität. No border, no nation, stop deportation. No border, no nation, stop deportation. Ne, sagt mal von euch, damit ich vom WDR noch was. Ja. Siamo tutti antifascisti! 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 Meine Damen und Herren, vielen Dank, sehr herzlichen Dank, dass zahlreiche hier erschienen sind. Wir fangen jetzt einmal mit Schweigeminute Minute an, dass wir umgefallene Menschen dort durch die Völkermord eben eine Schweigeminute machen. Sri Lanka, இரண்டகராலாலும் படுகொலை செய்யப்பட்ட அப்பாவி பொதுமக்களையும் மனதில் நினைவு கூர்ந்து நாட்டு பெற்றவர்களையும் மனதில் நினைவு கூர்ந்து அவவணக்கம் செய்வோம்.
Vielen Dank. Keine Abschiebung nach Sri Lanka! 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 Abschiebung ist Folter! 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 Abschiebung ist Mord! 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 Bleiberecht für alle! 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 Hoch die internationale Solidarität! 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 So, hier ist der seit fast 7 Tage Tag und Nacht dafür gearbeitet hat, mit Menschenrechtsorganisationen, mit Parteien, mit Innenministerium, Außenministerium und so weiter und so weiter. Der Bibischan ist hier, der alles dafür gegeben hat. Da waren noch seine Freunde, die alles getan haben, im Hintergrund alles versucht hat, bis zum nicht mehr geht, das zu verhindern, aber irgendwie ist das alles gescheitert. Wir wissen gar nicht und er wird die Erfahrung mit uns gerade eben erzählen. Hallo. Ich danke euch zuerst mal, dass ihr alle so kurzfristig auch erschienen seid. Ganz kurz ein paar Worte dazu, wie es hierher gekommen ist oder was hier gerade passiert ist die letzten 7 Tage. Ja. Hallo? Aber du musst weggehen. Ja? Ja? Okay. Ja, was ist die letzten 7 Tage passiert? Vor circa 7 Tagen haben wir zum ersten Mal die Nachricht bekommen, dass einer unserer familiären Freunde den Abschiebehaft sitzt. Danach immer schneller, immer regelmäßiger haben wir immer mehr und mehr Nachrichten bekommen, dass mehr und mehr Familien in Abschiebehaft sitzen. Wir haben dann plötzlich von 15 Leuten in Frankfurt gehört. Plötzlich waren 50 in Frankfurt. Es waren 30, glaube ich, hier in Büren. Es waren weitere 20 in Pforzheim. Und die ganzen Leute waren dann irgendwann, zuerst mal war es für uns sehr schwierig, den Kontakt zu diesen Menschen aufzubauen. Weil wir erstens nicht wussten, wer sind die Leute. Und zweitens war das alles so unangekündigt. Manche Leute wurden auf der Straße, also auf dem Weg zur Schule verhaftet. Manche Leute wurden effektiv eingeladen zur Ausländerbehörde, um, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer, dass die zum Beispiel kommen sollten, um ihre Aufenthalts- oder wie heißt es, ihre Duldung zu verlängern. Manche Leute waren gerade auf dem Weg zur Arbeit oder kamen auf dem, oder waren auf dem Weg zurück nach Hause zu ihrer Familie und wurden verhaftet. Ne? Und nach haben wir diese Nachrichten bekommen durch die Familien, weil die uns dann auch angeschrieben haben, weil die uns gefragt haben, hey, was ist hier los, was können wir dagegen tun? Unser Mann oder unsere Frau ist hier gerade in Deutschland geduldet. Wir haben jetzt x Stunden nichts mehr von dem gehört, was können wir tun? Was haben wir getan? Wir haben uns zuerst mal angefangen zu organisieren. Wir haben überlegt, okay, was muss getan werden? Wir haben die verschiedenen Anwälte dieser verschiedenen Personen auch angeschrieben, angerufen, mit denen gesprochen, um das Ganze so ein bisschen zu koordinieren. Man muss sagen, es war schwierig für uns, weil jeder einzelne Fall sehr individuell war. Ja? Was wir dann getan haben oder was wir entschieden haben zu tun, ist, dass wir gesagt haben, wir reden mit den Anwälten, wir versuchen den Anwälten so viel wie möglich Unterstützung zu geben. Das heißt, an Material, was ist gerade in Sri Lanka los und warum sollen diese Menschen nicht nach Sri Lanka zurückgeschickt werden? Ja?
Das war zuerst mal ein schwieriger Prozess, weil wie gesagt, die Anwälte haben natürlich auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mit uns zu sprechen. Ja, wer sind die Leute, wo kommen die her, was wollen die jetzt eigentlich, warum mischen sie sich in unsere Arbeit ein? Aber die haben ganz schnell gemerkt, bei der Masse dieser Fälle, dass es eigentlich unmöglich gewesen wäre, dass die es alleine bewältigen konnten. Ja? Was wir im Anschluss gemacht haben, ist zuerst mal auf allen politischen Ebenen. Das heißt, mit Gruppen wie euch, wir haben gemeinsam erstmal gesprochen, wir haben versucht, uns zu solidarisieren auf der einen Seite. Weil das Problem ist dasselbe. Es gibt verschiedene Völker, es gibt verschiedene Leute, die tagtäglich, es gibt ja, ich glaube, auf der Website habe ich auch gesehen, die Termine da stehen, wer wann in welches Land deportiert wird. Ja? Das heißt, es gibt so viele Menschen, die eigentlich jeden Tag mit fünf sind. Das heißt, wir haben uns erstmal solidarisiert. Wir haben angefangen, mit Landtagspolitikern zu sprechen, wir haben angefangen, mit Bundestagspolitikern zu sprechen, wir haben angefangen, mit dem Innenministerium zu sprechen, versucht, die richtigen Leute zu erreichen. Ja? Wir haben im Anschluss versucht, mit dem Auswärtigen Amt zu sprechen. Das Auswärtige Amt hat sich zuerst mal gesagt, tut uns leid, die Politik oder diese Entscheidung ist nicht bei uns. Aber wir haben gesagt, die deutsche Botschaft in Sri Lanka gibt einen Lagebericht über das Land ab und das ist die Grundlage dafür, dass ihr hier vom Innenministerium mehr oder weniger entscheiden könnt, wer, wann und warum in ein oder ob Sri Lanka ein sicheres Rückflugland ist. Ja? Und das ist ja auch die Grundlage dessen gewesen. Wir haben versucht, über verschiedene politische Parteien, sei es die Grünen, sei es die Linken, sei es die SPD, aber hauptsächlich hatten wir wirklich große Riesenunterstützung von der linken Partei natürlich. Und das war auf jeden Fall eine große Hilfe, das war eine Riesenunterstützung. Das hat natürlich auch auf einer medialen Ebene auch sehr viel geholfen. Ja. Aber wir haben zum Beispiel bis heute von keinem dieser Innenministerien, sei es Baden-Württemberg, sei es Nordrhein-Westfalen oder das Bundesinnenministerium, irgendeine Art von Rückmeldung bekommen, wo man auch nur versucht hätte, den Menschen, die jetzt davon betroffen sind, das heißt auch Familien, die davon betroffen sind, irgendeine Art von Gefühl oder Idee zu geben, was hier eigentlich los ist und was genau passieren wird. Heute hatten wir auch verschiedene Gespräche noch, was wir am Ende des Tages gesagt haben, wir haben es verstanden, ihr wollt nicht mit uns reden, ja, aber das Minimum wäre doch, den Familien zu sagen, das und das wird passieren. Redet doch einfach mit den Leuten, aber auch da ist das Gefühl, habe ich eben noch eine Stimme gehört, ja, in Baden-Württemberg ist es ja ein CDU-geführtes Innenministerium, die werden wahrscheinlich so sein und die werden wahrscheinlich erst in 3 Tagen antworten und dann werden die Arbeit zurück und sagen, tut uns leid, wir konnten nicht vorher reagieren. Ja? Also das ist das, was wir hören. Aber uns geht es ja nicht nur hier drum, was hier gerade passiert. Uns geht es noch viel mehr darum, was mit den Menschen passiert, wenn sie zurück in Sri Lanka sind heute. Ja? Wenn sie hier gleich wegfliegen und dann in Sri Lanka ankommen. Weil viele, also zumindest einige dieser Menschen, haben Kontakte gehabt oder waren sehr, oder vor 2009 bis 2009 waren sie in der Befreiungsbewegung vielleicht auch aktiv gewesen. Diese Menschen werden wahrscheinlich gefoltert, diese Menschen werden wahrscheinlich misshandelt, missbraucht, das ist alles möglich. Ja? Und deswegen haben wir natürlich auch dem Auswärtigen Amt gesagt, ihr seid in der Verantwortung. Ihr habt noch letzte Woche vor der UN-Resolution in Genf mit anderen Ländern gemeinsam entschieden, dass Sri Lanka ein Problem hat, ein Menschenrechtsproblem. Das sind Kriegsverbrecher an der Macht. Ja? Das habt ihr gesagt und ihr wolltet, dass verschiedene Länder diese Resolution unterstützen, haben sie auch gemacht. Aber eine Woche später passiert in Deutschland genau das Umgekehrte. Was passiert hier? Ihr habt eine Resolution gebracht, eine Woche später habt ihr knapp 70 Leute, die ihr wahrscheinlich gleich in den Flieger setzt und nach Sri Lanka genau dorthin bringt, über die ihr gerade noch letzte Woche gesagt habt, wir wollen auf der Welt unsere Werte im Sinne von Menschenrechten verteidigen. Und das ist das Bittere und das ist auch eigentlich am Ende des Tages das Traurige dran, ja, dass man hier eigentlich nur 100 Leute sieht oder vielleicht auch nur 70 Leute sieht. Ne? Wir wissen keine Namen, wir kennen die meisten ja gar nicht. Ich kenne von diesen 70 Leuten wahrscheinlich nur 2 Leute effektiv direkt, weil ich sie irgendwo mal gesehen habe. Aber auf dem Papier sind es anscheinend 70 Leute, die jetzt wegfliegen werden. Morgen oder ich sag mal in einer Woche oder 2 werden wir nicht mehr wissen, dass es 70 Leute gab. Wir werden auch keine Gesichter kennen, wir werden auch keine Namen kennen. Und was dann mit diesen Menschen passiert, ist für uns jetzt noch fragwürdig. Das ist ungefähr die Situation, wo wir uns befinden, aber trotzdem, ich bedanke mich auch an dieser Stelle nochmal bei euch. Ich bedanke mich aber auch bei den Anwälten, die immer noch dran arbeiten. Wir hatten gestern noch eine Anwältin,
mit der wir bis nachts um 2 Uhr noch irgendwelche Fälle geschrieben haben, um Eilrechtsanträge einzureichen. Ja? Es gibt Menschen, haben das Problem verstanden. Es gibt Menschen, die versuchen uns auch weiterhin zu unterstützen. Und wir werden auch weiterhin daran arbeiten, dass auch, falls es heute dazu kommen sollte, dass diese Menschen dorthin gebracht werden, dass diese Menschen auch wieder zurückkommen. Ja? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Sharon. Und so ist das, die Lage momentan. Was wir machen konnten, haben wir alles getan. Aber so ist die Politik jetzt. Ja. Die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Kein Mensch ist illegal! Solidarität! Bleiberecht überall, kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall, kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall. Nazis, Mohren, der Staat schiebt ab. Das ist dasselbe, was ist ein Pakt. Nazis, Mohren, der Staat schiebt ab. Das ist das gleiche Rassistenpakt. Um Europa keine Mauer, Bleiberecht für alle und auf Dauer. Um Europa keine Mauer, Bleiberecht für alle und auf Dauer. Solidarität muss praktisch werden. Feuer und Flamme für den Abschied der Behörden. Solidarität muss praktisch werden. Feuer und Flamme, den Abschied der Behörden. Liebe Gäste, schützen Sie sich und andere bestmöglich vor einer Ansteckung mit Covid-19. Bitte tragen Sie einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz und tragen Sie unter einem Abstand von mindestens 100 Metern. Vielen Dank für Ihre Kenntnis. Dear passengers, to protect yourself and fellow travelers from potential COVID-19 infections, please wear a medical face mask and maintain a safe distance of at least 1.5 meters at all times. We thank you for your cooperation. Sind die Hochschulen? Covid-Modus, was soll denn nur das Schlafen gehen oder wissen? Mit Fahrt und Inlass-Dienst. Es muss dann sagen, wie Inlass, wie du schon mit Rollen schon geschickt mit der Covid. Anlegen Sie schon, geschickt. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossen, wir stehen heute hier, weil wieder einmal der deutsche Staat Menschen quasi in einer Nacht-und-Nebel-Aktion eingesammelt hat, unter fadenscheinigen Gründen in den Ausländerbehörden verhaftet hat und ohne Familien und Angehörige zu benachrichtigen, in Abschiebehaft gesteckt hat. Deutschland tut das in dem Wissen, dass diese Menschen ein ganz sicheres Schicksal in Sri Lanka erwarten wird, nämlich in den meisten Fällen mindestens Folter, wenn nicht sogar der Tod. Deutschland unterstützt seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt Unrechtsregime, Diktaturen. Wenn Sie sich auch nach außen hin immer gerne das Gesicht eines demokratischen Staates, der anderen Staaten helfen will, ebenfalls demokratisch zu werden, geben, wie Sie es zum Beispiel im Rahmen dieses UN-Beschlusses zu Sri Lanka gemacht haben, zeigt die Praxis, dass Sie es nicht ernst meinen. Es ist Ihnen egal. Für sie zählen Menschen, die nicht deutsch sind, Menschen, die nicht weiß sind, zählen für die deutsche Regierung nicht. Wir als Kurden haben da schon sehr viel Erfahrung mit gesammelt.
Auch die Kurden sind immer wieder davon betroffen, oftmals auch in Nacht- und Nebelaktionen abgeschoben zu werden. Und das, obwohl bekannt ist, wie die Situation zum Beispiel in der Türkei, aber auch im Irak und in den anderen Ländern, wie die Situation dort ist und was die Menschen dort erwartet. Deutschland unterstützt auf der einen Seite die Regime, indem sie ihnen Technik, Waffen, Geld, Ausbildung von Polizei und Sicherheitskräften sichert. In der Türkei wird es immer gern begründet mit der Mitgliedschaft in der NATO, doch das deutsche Engagement in der Türkei geht weit über das, was in den NATO-Verträgen festgeschrieben ist, hinaus. Auf der anderen Seite unterstützt sie das Regime auch, indem sie Menschen, die sich für Freiheit und Frieden und Demokratie in der Türkei und in anderen Unrechtsstaaten, wie zum Beispiel auch in Sri Lanka, engagieren und stark machen und versuchen, eine Öffentlichkeit zu erreichen, die machen sie mundtot, indem sie sie einfach einsammeln und abschieben in die sichere Folter oder vielleicht sogar den Tod. Die Art und Weise, wie diese Abschiebungen laufen, sind gegen jedes Völkerrecht. Weil auch diese Menschen ein Recht haben auf rechtliche Betreuung, auf Kontakt zu Angehörigen und Anwälten. Dieses wird oft von dem deutschen Staat aktiv behindert, indem man versucht, die Menschen so schnell wie möglich, ohne dass sie sich großartig wehren können, in die Abschiebehaft zu bringen und so schnell wie möglich abzuschieben. Besonders das Instrument des Paragraf 129b gibt dem deutschen Staat ein Werkzeug in die Hand gegen Menschen, die sich in anderen Staaten auf der Welt für Frieden und Demokratie engagieren, vorzugehen. Dieser Paragraf ist ein Geschenk an alle Diktatoren dieser Welt. Sei es Sri Lanka, sei es das Erdogan-Regime in der Türkei. Auch in Deutschland sitzen Menschen in Haft oder werden abgeschoben, weil sie sich für Frieden und Demokratie und Freiheit in der Türkei und in Kurdistan engagieren. Erst in der letzten Woche ist wieder ein Genosse zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Seine einzige Schuld war es, sich für den kurdischen Freiheitskampf in der Türkei zu engagieren. Wir solidarisieren uns mit unseren tamilischen Genossen und allen Freiheitskämpfen, allen Befreiungsbewegungen, Bewegungen für Demokratie und Menschenrechte auf der Welt. Gemeinsam werden wir siegen. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Solidarität heißt Widerstand! Kommt der Faschismus in jedem Land! Solidarität heißt Widerstand! Kampf gegen Faschismus in jedem Land! Freiheit für alle politischen Gefangenen! Wir sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen! Wir sind nicht alle, es fehlen
sind nicht alle, es fehlen die Gefangenen. Abschiebungen finden in Deutschland. Abschiebungen finden in Deutschland täglich statt. Heute findet eine Massenabschiebung von Tamilen statt. Tatsächlich ist das aber leider kein Einzelfall. Jeden Tag werden Leute abgeschoben. Und es ist vollkommen egal, was das für Leute sind. Es ist egal, ob sie alt sind, ob sie jung sind, ob sie zur Schule gehen oder nicht, ob sie hier arbeiten oder nicht. Jede Abschiebung ist unmenschlich. Das will der bürgerliche Staat aber leider nicht begreifen. In den Medien liest man immer wieder von, diese Leute sollen abgeschoben werden, dabei sind sie doch so gut integriert. Warum ist das falsch? Integration ist ein rassistisches Konzept, das den Leuten vorgaukeln soll, dass die MigrantInnen, die hier ein Leben aufgebaut haben, nicht einfach die einen Nutzen für den kapitalistischen Staat haben, nicht einfach gehen können, alle anderen aber schon. Das entzweit und das ist absolut menschenunwürdige Praxis. Heute in Wien soll auch nach Afghanistan abgeschoben werden. AktivistInnen besetzen den Flughafen seit mehreren Stunden und werden von der Polizei brutal festgenommen. Die Polizei ist Straftäter Nummer 1 in Sachen Abschiebung nach dem deutschen Staat. Sie nehmen unsere Brüder und Schwestern fest, sie stecken sie in Abschiebegefängnisse und sorgen dafür, dass sie keinen Kontakt zur Außenwelt aufnehmen können. Kontakt zu AnwältInnen kann erst viel zu spät erreicht werden. Meistens kann man gegen Abschiebungen nicht mehr vorgehen. Wir von Migranten von Duisburg haben vor einigen Wochen auf die Abschiebung von Afif Abdemir aufmerksam gemacht, die auch zu Unrecht abgeschoben wurde. Ich möchte noch einmal klarstellen, jede Abschiebung passiert zu Unrecht. Allerdings ist ihr Fall besonders tragisch, da sie sich nur gegen Partnerschaftsgewalt wehren wollte und innerhalb einer perfiden Täter-Opfer-Umkehr selbst zur Täterin ernannt wurde und trotzdem in die Türkei abgeschoben wurde. Das passiert Leuten täglich. Und deswegen müssen wir uns solidarisch zeigen. Wir müssen uns organisieren. Wir müssen auf die Straßen gehen, um Abschiebungen zu verhindern. Wir müssen dafür sorgen, dass Solidarität Praxis wird und nicht Abschiebungen. Solidarität muss Praxis werden. Feuer und Flamme den Abschiebebehörden. Solidarität muss Praxis werden. Feuer und Flamme den Abschiebebehörden. Ja, Freunde, liebe Freunde, trotzdem, wir halten unseren Abstand, immer achten wir da drauf. Und dann, wir drehen einmal um, damit, was wir hier haben, das wir einmal eben zeigen. Bitte, hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Oh, die internationale Solidarität! Hallo? Weil die Frau noch nicht gesehen hat, seitdem wurde er festgenommen, dass die Familie hier hinkommen konnte. Letztes Mal die Kinder ihren Vater noch sehen konnten, die Frau einen Mann. Aber die haben dann gesagt, nee, das geht nicht. Sie können Geld oder Koffer eben mitgeben. Sie können das nicht. Wir können hier nicht akzeptieren, zu sehen. Die Kinder haben geweint, trotzdem haben sie abgelehnt. Was ist für eine Menschlichkeit? Was ist das hier? Das ist die allerletzte. Das kann man vorstellen, wo die mit Anzügen und Krawatten über Menschenrechte reden.
Das ist eine Politik, was AfD hier macht. Das ist die Politik, das ist die Bundesregierung, was sie hier machen. So, das kann man nicht akzeptieren. Das ist für die Zukunft. Ich sage nochmal, für unsere Kinder, für alle, das ist Mord hier. Das ist eigentlich Völkermord. Ich finde das totale, dreckige Politik, was momentan geführt wird. Dafür sind wir hier, Gründer. Machen wir hier. Das gehört nicht mehr. Nicht mehr. Überall zu schweigen. Da, wo in 150.000 Menschen innerhalb drei Monate umgebracht worden sind. Die Regime, Rajapaksa, die sind an der Macht. Kann man da Menschen zurücksetzen? Das geht gar nicht. Also, wir sind da. Wir versuchen jetzt bis letzte Minute, dass die Menschen hier gestoppt werden. So, Freunde, machen wir nochmal. Keine Abschiebung von Terminen. 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 Internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Grenzen auf! Überall! Stacheldraht zu Altmetall! Grenzen auf! Überall! Wir haben gerade eine Nachricht bekommen, wegen einem Folgeantrag in Pforzheim, ein freigelassen worden ist, durch einen, also von Rechtsanwalt, ein Folgeantrag gestellt worden, nachher in Pforzheim, auch ein Familienvater hat ein kleines Kind, der ist freigelassen worden, haben wir gehört. Also, von 100. Es ist keine politische Entscheidung. Mit deinem letzten Druck, mit deinem Folgeantrag haben die erstmal gestoppt. Aber wir sind dafür hier, dass man so lange dort eine Ruhe und die alle Minderheit dort nehmen kann, dass es keine Abschiebung nach Sri Lanka gibt. So, Freunde, vielen Dank nochmal. Zeigt, dass wir mit dieser Abschiebepolitik nicht nur nicht zufrieden sind, sondern dass wir intervenieren.
Wir haben in den letzten Tagen vieles an Protest auf die Beine gestellt. Eilanträge laufen noch, der Genosse hat es gerade gesagt, immerhin eine Person wurde jetzt freigelassen. Das reicht nicht. Wir wollen, dass alle freigelassen werden und wir wollen, dass diese Abschiebung ausgesetzt wird und es einen generellen Abschiebungsstopp nach Sri Lanka gibt.